eingeladen zum Leben. Sein Angebot steht fest und du sollst leben, weil er dich leben lässt. Gibt es eine schönere Einladung zu diesem Gottesdienst, wie es der Projekt Jubiläumschor gesungen hat? Ich darf die Sängerinnen und Sänger herzlich begrüßen und willkommen heißen mit der Kantorin Franziska Mesch und die Mitglieder der Band mit Kantor Wolfgang Nowak. Wir freuen uns auf die Lieder. Es ist einfach toll, nach 2 Jahren Corona wieder singen zu können. Und ich denke, es ist einfach wunderbar, auch bei dieser Botschaft eingeladen zum Leben. Herzlich willkommen zu unserem Jubiläumsgottesdienst 30 Jahre ACK Kochaland. Ich grüße und begrüße Sie mit einem Text aus Psalm 118, Vers 24. Diesen Tag hat der Herr zum Festtag gemacht. Heute wollen wir uns freuen und jubeln. Und so soll es auch werden, ein Gottesdienst, in dem gejubelt wird, in dem Gott gelobt wird. Das wünsche ich uns, einen gesegneten Gottesdienst, ein fröhliches Zusammensein. Die Sie angereist sind aus Paderborn, ich begrüße Dr. Burkhard Neumann, Direktor des Johann Adam Möller Instituts und Mitglied im geschäftsführenden Ausschuss der ACK Nordrhein-Westfalen. Es ist dein erster Besuch in Goch und du warst gespannt auf die Nierswelle. Denn das eine kann ich auch sagen, es gibt in Nordrhein-Westfalen wohl keine Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, die Gocher Nierswelle nicht kennt. Aber du kannst mir gleich in deinem Grußwort gerne widersprechen. Ich bitte euch, einen Blick auf das andere Niersufer zu werfen. Den tollen Baum, die Trauerweide, wurde gepflanzt 2011 zum 20-jährigen Jubiläum der Gocher ACK und der Stadt Goch geschenkt. Ein toller Baum und immer wieder eine Erinnerung, sich daran zu erfreuen. Willkommen unseren ökumenischen Freunden aus den Niederlanden. Herzlich willkommen bei uns in Goch. Freuen uns auf euren Besuch. Ja, ihr dürft ruhig klatschen. Ja, man muss auch feststellen, dass auch 2 Jahre Corona auch da Spuren hinterlassen haben. Das ist einfach so. Wir durften ja im Mai zum Totengedenken wieder bei euch sein und das war schon eine bewegende Veranstaltung, muss ich sagen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich grüße alle, die Sie unserer Einladung gefolgt sind aus Goch Stadt, dem Gocher Land. Ich grüße unsere stellvertretende Bürgermeisterin, Frau Wompol. Eine Frage, wussten Sie, kannten Sie die Trauerweide? Toll, ja. Aus Kleve, dem Kreisdekanat, grüße alle, mit denen wir in den letzten Jahren Kontakt hatten, gemeinsame Projekte vorbereitet und gefeiert haben. Ein besonderes Willkommen allen ehemaligen Delegierten und Vorsitzenden der ACK, der 30 Jahre ihres Bestehens. Ich muss da einen besonders begrüßen, Pfarrer Burcher-Leppert in Ruhe, ist aus Lüdenscheid angereist, um am Gottesdienst teilzunehmen. Ich denke, da ist ein Applaus wert. Ne? Grüße den Festredner Christian Olding. Und was wäre die Veranstaltung ohne unseren Kameramann Joko? Schön. Darf die Pfadfinder schon mal begrüßen, die für unser leibliches Wohl sorgen. Und auch das Eisbütchen, die Firma Dellnitz, möchte ich kurz erwähnen. Ja, danke schön, soweit der Vorrede. Und wir wollen mit unserem Gottesdienst beginnen und kurz still werden.
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Seit 30 Jahren gibt es jetzt die ACK in Goch, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, der weiß, dass Zahlen da immer eine Rolle spielen. Die 3 zum Beispiel ist die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Die 4 der irdischen Vollkommenheit. Und wo 3 und 4 sich begegnen, bei der 7 und bei der 12, da berühren sich Himmel und Erde. Das sind heilige Zahlen. Das ist etwas ganz Besonderes. Und auch die 10 ist etwas Besonderes. Auch da wird der Wille Gottes auf der Erde sichtbar. Wir haben die 10 Gebote bekommen, die uns Menschen helfen sollen, in Liebe, Solidarität und Gerechtigkeit gemeinsam glücklich zu leben. Aber wir kennen in der Bibel auch die 10 Plagen, dann nämlich, wo die Israeliten in Unterdrückung und Sklaverei ausgebeutet worden sind. Da, wo die 3 und die 10 zusammenkommen, habe ich mal in der Bibel nachgeschaut, da passiert auch immer etwas ganz Besonderes. Josef war zum Beispiel 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand. David ist mit 30 Jahren König geworden. Und Jesus begann mit 30 Jahren zu predigen. 30 Jahre, das ist biblisch gesehen also nicht nur ein Zeitpunkt, um zurückzuschauen, sondern vielmehr und in allererster Linie nach vorne zu schauen, etwas neu zu beginnen, etwas Neues und etwas Großes. Wir feiern heute 30 Jahre ACK in Goch, gegründet 1991. Das ist Corona-Mathematik, 30 plus 1. 1991 war nicht der Anfang der Ökumene in Goch, sondern eher eine Etappe. Angefangen hat es Ende der 60er, frühe 70er, mit einer ersten ökumenischen Hochzeit, einem ökumenischen Arbeitskreis und einer neugierigen sich begegnen und kennenlernen. Sich austauschen darüber, was geht nicht,
Und wie ist das eigentlich bei euch? Das Ganze wurde dann, wie gesagt, 1991 in eine gute Ordnung gegossen. Damals sehr viele katholische Gemeinden, heute zwei katholische Gemeinden, Land und Stadt, zwei evangelische Gemeinden und eine freie Gemeinde. Die Zeiten verändern sich. Der Reiz des Neuen, der 70er und der Gründung eines Arbeitskreises, ein Wort aus den tiefen 80er Jahren, klingt irgendwie ein bisschen komisch. Und die erste Liebe ist vielleicht einer langen Partnerschaft gewichen. Die ACK ist, glaube ich, trotzdem sinnvoll. Nicht, um sich zum ersten Mal kennenzulernen, sondern, glaube ich, um in Zukunft viel mehr gemeinsam zu tun. Was da in den nächsten 10 Jahren möglich sein wird, wird uns, glaube ich, alle noch überraschen. Und ich hoffe zum Guten. Und so feiern wir heute nicht 30 Jahre, 31 Jahre Geschichte, sondern feiern einen lebendigen gemeinsamen Glauben, der sich hier und da zeigt, der vieles, was damals unvorstellbar war, selbstverständlich sein lässt. Und wenn man darüber nachgrübelt, manches unerklärlich schwierig immer noch darstellt, aber der uns verbindet und heute Gott loben lässt, dass wir zusammen hier viele sind und Gott feiern, dass wir Gemeinschaft haben. Sammeln wir uns zu einem Gebet. Guter Gott, Schöpfer der Menschen, wir sehnen uns danach, miteinander in Einheit und Frieden zu leben. Wenn Eigeninteressen Überhand nehmen, wenn Unfriede zu keimen beginnt, wenn Versöhnung schwierig erscheint, bist du es, der uns Hoffnung schenkt auf Frieden und Einheit. Wenn Unterschiede in Sprache, Kultur und Glaube uns vergessen lassen, dass wir deine Geschöpfe sind, dann ist es dein guter Geist, der uns daran erinnert, dass wir deine Kinder sind und Geschwister untereinander. Schenk uns in aller Verschiedenheit den Geist der Einheit und der Vielfalt. Hilf uns, Brücken zu bauen zu den Menschen unserer Stadt und darüber hinaus. Schenke unserer ACK auch weiterhin Fruchtbarkeit und Gelingen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Es sind verschiedene Gaben,
aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Halleluja. Aus der Apostelgeschichte. Da hob sich Petrus mit den anderen 11 Aposteln und rief der Menge zu: Hört her, ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorhergesagt hat. Bei ihm heißt es: In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Hört her, ihr Leute von Israel, wie ihr alle wisst, hat Jesus aus Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Ja, Gott selbst hat durch diesen Mann gehandelt und ihn so euch gegenüber als seine Gesandten bestätigt. Diesen Jesus hat Gott auferweckt und damit die Macht des Todes gebrochen. Wie hätte auch der Tod über ihn Gewalt behalten können? Schon David sprach von ihm, und was er sagt, sind eigentlich die Worte von Jesus. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Mein Mund bricht in Jubel aus. Selbst dann, wenn mein Körper im Grab liegt, hoffe ich auf den Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, zwischen Ihnen und mir gibt es schon mal einen grundlegenden Unterschied. Die meisten von Ihnen verdienen ihren Lebensunterhalt nicht damit, dass sie hauptberuflich für die Kirche tätig sind, sondern die meisten von Ihnen gehen, wenn sie nicht gerade in wohlverdienter Rente sind und wenn sie etwas Glück haben, 40 Stunden die Woche einem Beruf nach und sind damit eigentlich schon vollkommen ausgelastet. Deswegen ist die fatale Logik auch immer noch, wenn Sie für diesen Gott unterwegs sein wollen und wenn Sie sich für diesen Gott einsetzen wollen, dann machen Sie irgendwas mit Kirche.
Entweder werden Sie Pastoralreferent, Pastoralreferentin, Priester, Priesterin oder irgendwas anderes Hauptamtliches in der Kirche. Ich bin ganz ehrlich, in meinen ganzen Zeiten bei der Kirche habe ich es noch nicht erlebt, dass irgendjemand sagt, boah, ich bin so begeistert für Gott, ich werde jetzt Banker, um dieser Welt endlich mal beizubringen, wie man ethisch wirtschaftet. Das ist mir noch nicht untergekommen. Und das ist eine fatale Logik. Denn Gott beruft den Menschen eben nicht, um es in seinem Alltag rauszunehmen und ihn dann so einen christlich geschützten Bunker reinzusetzen. Sondern wenn Sie sich in der Bibel umschauen, dann waren das alles Menschen, die mitten im Alltag im Beruf standen. Abraham war Viehzüchter und irgendwann erfolgreicher Geschäftsmann. David, wie wir hörten, ist als Hirte angefangen, wurde dann Feldherr und am Ende eben König. Josua war General, Paulus war Zeltmacher. Und selbst bei den Beamten hat Gott noch Wunder wirken können. Selbst da gab es Leute, die Gott für sich benutzt hat. Keiner, auch bei den 12 Aposteln, war irgendwie Priester oder hauptamtlich bei der Kirche. Nein, es waren Menschen, die mitten im Leben standen und die da ihren Glauben gelebt haben. Und wenn Sie sich die Erfolgsgeschichte des Christentums anschauen, dann ist nicht das, was die Christen ausgezeichnet hat, dass sie ach so tolle Gottesdienste gefeiert haben, dass sie ach so tolle innovative Strukturreformen und Pläne angestoßen haben. Die ersten Christen hatten ja nichts, ne? Die hatten ja gar nichts. Die hatten nicht mal eine Zeitung. Das Internet gab es auch noch nicht. Und trotzdem ist es ihnen gelungen, das ganze Römische Reich auf den Kopf zu stellen. Man fragt sich, wie die armen Leute das hingekriegt haben. Wo sie keine PR-Abteilung hatten, wo sie kein Medienmanagement hatten, wo sie sich nicht seit Jahrzehnten überlegen, wie wir Gemeinden so reformieren und zusammensparen müssen, damit es endlich wieder klappt. Sondern was diese Menschen hatten, war ein Glaube, den sie in ihrem Alltag gelebt haben. In ihren Familien, an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Freizeit. Und der so ansteckend gewesen sein muss, dass Menschen gesagt haben, das will ich auch haben. Und das macht zumindest eines deutlich. Sie mit ihrer Arbeit und dem, was sie tun, mit dem, was ihrem Alltag ausmacht, das ist kein Nebenschauplatz. Sie sind nicht dazu berufen worden, in erster Linie ihren Chef oder ihren Nachbarn glücklich zu machen. Damit bleiben sie hinter ihren Möglichkeiten zurück. Sondern ich möchte Ihnen zum Beispiel einen Mann vorstellen. George Washington Carver. Von dem werden Sie nie was gehört haben, ich auch nicht, bis ich ihn im Internet fand. Das war ein eigentlich armer amerikanischer Sklave. Mit der klassischen Sklavengeschichte, wie sie leider Gottes vielfach in Amerika vorkommt. Dieser Mann hat allerdings einen Ausweg gefunden. Und warum? Weil er insgesamt 200 Arten gefunden hat, die Erdnuss zu verarbeiten. Und dieser Mann schreibt über seine Arbeit: Die vielfältigen Formen der Natur sind wie kleine Fenster, durch die Gott mir gestattet, mit ihm zu kommunizieren und viel von seiner Herrlichkeit, Erhabenheit und Macht zu sehen. Würden Sie das über Ihren Job sagen? Dass Sie in Ihrem Job viel von der Erhabenheit, der Macht und der Herrlichkeit Gottes erfahren? Wenn nicht, denken Sie nochmal danach, ob Sie wirklich an der richtigen Stelle Ihren Arbeitsplatz gefunden haben. Denn das, was den Menschen auszeichnet und was ihn eben wirklich zu einem einmaligen, gottebenbildlichen Wesen werden lässt, ist etwas, was kein anderes Tier und kein anderes Wesen auf dieser Welt kann. Kreativ werden. Nur der Mensch ist dazu in der Lage, wie Gott Neues entstehen und Neues schaffen zu lassen. Das kann niemand anderes. Bevor Edison die Glühbirne erfunden hat, gab es sie nicht. Bevor Menschen irgendwann Möglichkeiten und Techniken erfunden hatten, gab es diese Dinge nicht. Das ist das, was den Menschen zutiefst Gottes ebenbildlich werden lässt. Wir sind dazu in der Lage, Dinge zu schaffen, entstehen zu lassen, aus der Kraft unserer Kreativität, unserer Fantasie und all dessen, was Gott in uns angelegt hat. Und dafür brauchen wir nur eine Fähigkeit. Wir müssen träumen können. Und ich kann Ihnen sagen, das ist manchmal das Frustrierendste an meiner Arbeit. Beruflich habe ich viel mit 18-, 20-Jährigen zu tun, bei denen es auch darum geht, so, und was machst du mit deinem Leben? Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind 18 und 20, haben Ihren Schulabschluss in der Tasche, die ganze Welt steht Ihnen offen und dann kommt jemand und fragt, und was hast du mit deinem Leben vor? Weiß ich nicht. Bam! Das muss man sich mal überlegen. Du bist 18, 20, die ganze Welt steht dir offen mit all ihren Möglichkeiten, wie sie keine Generation vor dir so zur Verfügung gestellt bekommen hat und du weißt nichts mit deinem Leben anzufangen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das Schlimme ist, wir konnten das alle mal. Wir waren da alle mal zu der Lage, das hinzukriegen. Sie müssen kein Kind fragen, und was wünscht ihr dir zu Weihnachten? Da wird kein Kind sagen, ach Papa, weißt du,
Ich nehme das, was übrig bleibt. Das reicht mir. Nein. Je nachdem, was Kinder gerade im Fernsehen gesehen, in ihrem Prospekt gelesen haben, werden die Weihnachtswünsche von Woche zu Woche sich ändern. Und Kinder malen sich aus, was sie mit diesen Dingen alles Faszinierendes anstellen und machen können. Und kein Kind wird auf die Frage sagen, und, was möchtest du mal werden? Da wird ihnen kein Kind darauf antworten, ach, weißt du, ich nehme irgendwann mal einen Job, mit dem ich zumindest so viel Geld verdiene, dass ich mir am Wochenende mal irgendwie nett auf einer Party was gönnen kann und der mir zumindest ermöglicht, zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren, damit ich da wenigstens nochmal zu spüren bekomme, wie das Leben sich eigentlich anfühlen sollte. Das wird kein Kind ihnen sagen. Bei Kindern wechselt das je nachdem, was sie gerade gesehen haben. Vom Mülldienst bis zum Eisverkauf ist bei denen alles möglich. Aber das Schlimme ist, irgendwann geben wir diese Antworten. Irgendwann kommen wir an diesen Punkt, an dem wir uns damit einfach zufrieden geben und begnügen. Man möchte sie manchmal schütteln, die Menschen, und ihnen zumindest sagen, tu doch mal so. Tu doch mal wenigstens so, als hättest du nur ein Leben. Tu doch mal wenigstens so, als hättest du nur ein Leben und deine Zeit wäre wirklich begrenzt. Und tick-tack, tick-tack, mit jedem Tag wird deine Zeit weniger. Und irgendwann ist sie abgelaufen. Und diese Zeit solltest du sinnvoll nutzen. Für das, was Gott in dir angelegt hat. Mit deinen Begabungen, deinen Talenten, deinen Träumen, deinen Sehnsüchten. Mit all dem Großen, das wir haben. Mit dem wir als Kinder diese Träume und Visionen haben, mit denen wir als Jugendlichen aller Revolutiongeist sagen, so wie meine Eltern werde ich es nie machen, bevor sich das genetische Schwergewicht dann irgendwann durchsetzt. Wir brauchen dieses Große. Das ist das, was Gott in den Menschen angelegt hat. Und das ist das, was wir als Christen dieser Gesellschaft schuldig sind. Denn wir, wenn nicht wir, sind diejenigen, die dieser Gesellschaft nochmal zeigen können, dass wirklich andere Vorstellungen vom menschlichen Leben und vom menschlichen Miteinander das sind, was uns ausmacht. Wenn wir doch wirklich an einen Gott glauben, der den Menschen so annimmt, wie er ist, ohne Leistungsvordenken, ohne irgendwie sich beweisen und behaupten zu müssen, dann sollte das auch in unseren Gemeinden und Gemeinschaften miteinander spürbar werden. Und dann kann es eben nicht sein, dass unsere Gemeindemitglieder in erster Linie dazu sind, irgendwelche Ehrenämter zu übernehmen und irgendwelche Pöstchen auszufüllen, nur weil jemand dafür gefunden werden muss. Das ist nicht die Logik, die in unseren Gemeinden vorherrschen sollte. Und wenn es wirklich so ist, dass Gott uns alles vergibt, dann sollten eigentlich auch wir es hinbekommen, nicht in dem stecken zu bleiben, was irgendwann vor 10 Jahren mal in unseren Familien und Gemeinschaften passiert ist und was von da an auf Ewigkeiten Menschen auf das festlegt, was sie einmal getan haben. Wenn nicht wir es unseren kleinen Kreisen hinbekommen, dann werden wir auch keinen großen Output hinkriegen. Mögen die Strategien noch so klug, noch so fein und noch so PR-mäßig daherkommen. Es wird nicht funktionieren. Denn lauter als jede Predigt, die ich Ihnen hier halten kann, ist am Ende mein Leben. Das, was ich umsetze. In meinem Tun, in meinem Alltag. Wenn wir daher Jubiläen feiern, dann ist das hier etwas anderes als so 10 Jahre, 20 Jahre Abi-Treffen. Sie wissen schon, die, wo man sich so in der Vergangenheit ergeht und sich sagt, ach, war das nicht damals alles schön? Sondern das, was wir hier feiern, ist mehr so wie so ein Ehejubiläum. Da sagen sie auch nicht, boah, was war das vor 20 Jahren noch schön und wo sind wir hingekommen? Sondern man sucht den roten Faden zum Beginn, um zu merken, was gewachsen ist, was man gelernt hat, um von da aus in die Zukunft zu gehen. Und da hat Gott Großes mit uns vor. Und ganz ehrlich, das, was mich in diesen Krisenzeiten über Wasser hält, ist mein Glaube. Und vor allen Dingen mein Glaube an die Auferstehung. Wer sagt denn, dass nicht endlich einmal all das sterben darf, was wir an institutionellem Ballast mit uns rumschleppen? Wer sagt denn, dass es das alles wirklich noch wert ist, gerettet zu werden, statt dass es Zeit ist, das alles mal den Bach runtergehen zu lassen? Sie wissen ja, nach dem Karfreitag kam Ostern. Und nach dem Tod war Jesus wunderbarer als davor. Wer sagt denn, dass wenn diese Kirche nicht endlich mal stirbt, dass nicht auch daraus etwas Wunderbares, etwas viel Schöneres und Besseres und Neues entstehen lassen kann? Dafür müssen wir das loslassen, neu lernen. Keine Sorge,
Ich meine damit nicht irgendwas spirituell Frömmelndes und jetzt halten wir das mal alle schön aus und die Beine still. Nein, nein. Ich meine damit nur, dass wir all die verbliebene Energie und Motivation, die sie heute hier sein lässt, mit all dem, warum sie noch längst nicht die Segel gestrichen haben, dass sie das für eine Zukunft einsetzen, die sich lohnt und nicht für eine, die sich nicht mehr halten lässt. Lassen Sie sich von diesem Gott mitnehmen auf dem Weg des Lebens und denken Sie daran, mit Abraham hat 75 nochmal alles stehen lassen, Noah war 95, als er die Arche baute und Sie im Vergleich dazu, hier sind der reinste Jungbrunnen. Da geht doch verdammt viel. Amen. Hat am Anfang schon darauf hingewiesen, die Trauerweide auf der anderen Seite des Ufers wurde zum 20-jährigen Jubiläum, also vor 11 Jahren, jetzt gepflanzt. Wir möchten, dieses Jahr klappt es wahrscheinlich nicht mehr, aber im nächsten Jahr eine kleine Blumenwiese dort entstehen lassen. Und zwar als Symbol für die Fürbitten, die wir jetzt gleich vortragen wollen. Für jede Fürbitte ein paar Samen, die wir hier auf den Altar legen. Da wir alle unsere Wünsche und Vorstellungen haben, werden jetzt ein paar Kinder rumgehen und jeder, der möchte, kann ein paar Blumensamen rausnehmen, für sich im Stillen eine Fürbitte vor Gott tragen und die Samen dann auf diese eins der beiden Tabletts legen. Wir werden sie sammeln und nächstes Jahr im Frühling dann auf der gegenüberliegenden Seite säen und wenn alles gut geht, werden wir ungefähr von Juni bis Oktober dort die Früchte unserer Fürbitten und unserer Aktion heute erleben. Also jetzt während der Fürbitten und dann beim anschließenden Lied gehen die drei Kinder rum. So wollen wir unsere Fürbitten vor Gott tragen. Gott, unser Vater, du bist immer bei uns. Du schaust auf uns. Du begleitest uns. Du hörst unsere Bitten und du beeinflusst unser Leben durch unsere Gedanken und unser Handeln. Deswegen kommen wir jetzt vor dich und bitten dich. Gott, unser Vater, du hast viele deiner Berufenen mit 30 Jahren noch einmal neu anfangen lassen. Gib auch der ACK Goch neuen Schwung, damit wir mehr und mehr erkennen, dass wir als Geschwister im Glauben nur gemeinsam sein können.
Gott, unser Vater, wir bitten für alle Menschen, die aktiv in den christlichen Gemeinden der ACK mitwirken, als Hauptberufliche und als Ehrenamtliche in ganz unterschiedlichen Belangen. Hilf, dass uns die Einheit in der Ökumene weiter gelingt und wir in einem guten Geist zusammenwirken, so wie du in den vergangenen 30 Jahren die ACK immer weiter hast zusammenwachsen lassen. Wir bitten auch für den Frieden in der Familie, in den Gemeinden, aber in diesen Tagen vor allem für den Frieden in Europa. Wir bitten dich für alle Menschen, die auf der Flucht sind oder die aus ihrer Heimat vertrieben werden. Lass sie wieder Heimat finden und schenke allen ein Herz, das zur Versöhnung bereit ist. Gott, unser Vater, wir beten für die Menschen, die unter den globalen Umweltproblemen leiden und vom Klimawandel existenziell bedroht sind. Nicht erst in Zukunft, sondern schon heute. Öffne uns die Augen und wecke in uns allen die Verantwortung für deine Schöpfung. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir haben zu Beginn gesungen, einladen zum Leben. Er lebt und du sollst leben. So bitten wir dich für die Kinder und Teens aus unseren Gemeinden, dass sie dich besser kennenlernen und ihr Leben mit dir leben. Wenn Prüfungen und Entscheidungen anstehen, dich zu Rate ziehen und ihre Freude mit dir teilen. Motiviere und stärke auch die Mitarbeiter der jungen Generation, dass sie durch ihr Leben ein Vorbild sein können. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, dein Geist bewegt und erneuert deine Gemeinde immer wieder neu. Lass die Christen diesen Geist erkennen und sich bewegen lassen, damit sie nicht stillstehen, sondern sich und die Welt immer wieder erneuern. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir Christinnen und Christen warten voller Hoffnung auf ökumenische Eintracht. Wir sind verbunden im gemeinsamen Hören auf dein Wort, im gemeinsamen Lesen der Bibel. Auf dieser Basis wollen wir zusammenwachsen zu einer lebendigen und den Menschen zugewandten Gemeinschaft. Herr, hilf uns zu einem guten Miteinander, besonders auch hier in Goch, damit wir uns gegenseitig helfen, Trennendes zu überwinden und neue Ideen zu entwickeln, um von dir Zeugnis zu geben und deine frohmachende Botschaft zu verbreiten. Gott, unser Vater, lieber Gott, wir wissen, dass es vielen Kindern in aller Welt nicht so gut geht wie uns, dass sie in großer Not sind. Gib ihnen Kraft und Mut, die Hoffnung nicht zu verlieren. Öffne unsere Augen und vor allem unsere Herzen, dass wir bereit sind, ihnen zu helfen, wo wir können. Wir finden kaum Worte dafür, was sich abzeichnet an den vielen Enden der Welt. An den Hunger, den Rückschritt von vielem Erreichten. An das neue Elend, das vor allem auch die Menschen in Afrika betrifft, aber auch hier bei uns, auch in Goch. Wir legen dir dieses für uns schwere, aushaltbare Rückkehr des Hungers mit einem Seufzens an dein Herz. Hilf, stärke und ermutige die, die helfen, in Diakonie, in der Caritas. Es sind Menschen, die aktiv nach der Sehnsucht nach Besserem, mit der Sehnsucht nach Besserem wirken möchten. Sende deinen Geist neu in unsere Welt, damit wir endlich begreifen können, wie wir deinen Frieden und deine Hilfe, deine Liebe in die Welt bringen oder sogar in die Erde pflanzen, damit dein Frieden als Baum des Lebens aufgeht. Wir bitten dich. Yeah.
gibt dort trotz vieler Verschiedenheiten viel Gemeinsames, was uns verbindet, unter anderem das Gebet des Herrn, das Vaterunser. Ich lade Sie ein, dass wir uns vielleicht erheben und gemeinsam dieses Gebet sprechen, im Bewusstsein, dass wir alle Brüder und Schwestern sind. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Den Segen unseres Gottes. Und Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und aller Welt seinen Frieden. Und uns alle segne und behüte der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.
Burkhard Neumann, ich komme aus Paderborn und ich gehöre zum Vorstand der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Nordrhein-Westfalen. Und liebe Schwestern und Brüder, im Namen dieses Gremiums der Arbeitsgemeinschaft der ACK NRW darf ich Ihnen ganz, ganz herzlich gratulieren zum 30-jährigen Bestehen der ACK, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen hier in Goch und im Gocher Land, und wünsche Ihnen für Ihr weiteres Wirken Gottes Segen, dass Sie diesen lebendigen und lebenschenkenden Gott gemeinsam in unseren Gemeinden und hier in Ihrer Stadt bezeugen können. Ich bin, das klang bei der Begrüßung von Kurt Kleines an, seit dem März dieses Jahres ein wenig neidisch auf Sie. Bei unserer Tagung, die wir hatten mit den Delegierten und den Vertretern der lokalen ACKs, haben wir von Ihnen einen Einblick erhalten, einen sehr schönen Einblick über die jährliche Feier des Ökumenischen Tages der Schöpfung. Und das freut uns natürlich, weil wir auch von Seiten der ACK Nordrhein-Westfalen sehr daran interessiert und uns sehr wünschen, dass dieser Tag der Schöpfung auf allen Ebenen und in allen christlichen Gemeinden gefeiert wird, dort immer mehr verbreitet wird. Der Neid in Anführungszeichen kam ein bisschen daher, weil ich in den Bildern, in der Darstellung hier die Nierswelle kennengelernt habe. Und Sie haben damit natürlich einen Ort hier in Goch, der wie geschaffen ist für solche Gottesdienste. Da werden Sie meinen Neid ein bisschen verstehen. Und ich freue mich jetzt, dass ich diesen Ort hier persönlich kennenlernen darf, leibhaftig, um diesen Gottesdienst mitzufeiern. Es ist in der Predigt ja angeklungen, so 30 Jahre, ein solches Bestehen ist ja kein Abi-Treffen, sondern hat ein bisschen was von einer Hochzeitsfeier. Das heißt, wenn man sozusagen die weltliche Zahl 30 nimmt, feiern Sie so etwas wie Perlenhochzeit. 30 Jahre ACK Goch. Das ist schön, wenn man das feiern darf und wenn man dann spürt, dass auch nach 30 Jahren diejenigen, die das feiern, immer noch miteinander verbunden sind und ernst nehmen, was sie sich vor 30 Jahren versprochen haben. Die erste Liebe, das klang ja in der Einleitung an, die ist vielleicht nicht mehr ganz so stark da, aber das Trauversprechen besteht ja nicht nur aus der Liebe, sondern da verspricht man sich ja zu lieben, zu achten und zu ehren. Und ich gehe ganz ehrlich, dass die beiden letzten Dinge, die Achtung und das sich Ehren, für mich immer zunehmend wichtiger werden. Wichtiger für unser Miteinander als Menschen und erst recht für unser Miteinander als Christen und Christinnen in den verschiedenen Kirchen vor Ort. Einander achten, denn das heißt ja, dass man sich gegenseitig respektiert, auch und gerade mit dem, was beim anderen anders ist, was ich vielleicht auch nur schwer nachvollziehen kann, und dass man sich eben doch im gemeinsamen Glauben verbunden weiß und erlebt und das auch weiter tragen und weiter vertiefen möchte. Und einander ehren, das heißt doch, dass man sich wertschätzt, dass man den anderen spüren lässt, was er mir wert ist. Und ein solches Wertschätzen gehört ja auch zum Miteinander innerhalb der Ökumene, der Beziehung der Christinnen und Christen, der Kirchen und Gemeinden zueinander. Denn dann entdecke ich ja, und das ist ja das Schöne in der Ökumene, dass mir etwas fehlen würde, wenn der andere nicht da wäre, und ich entdecke, was ich von ihm lernen kann und wo er mir hilft, mein eigenes Christsein viel besser zu leben. Ich denke, das haben Sie in diesen 30 Jahren als Christen und Christin hier vor Ort sicherlich immer wieder neu erfahren dürfen. Und wie gesagt, im Namen der ganzen ACK Nordrhein-Westfalen wünsche ich Ihnen für Ihren Weg in die Zukunft den Beistand des Geistes Gottes, den wir ja in beiden Lesungen gehört und von seinen Wirken, wie wir gehört haben. Er möge Sie in dieser gegenseitigen Achtung und Wertschätzung auf Ihrem Weg miteinander und zueinander weiterführen, und er möge das eben auch ausstrahlen lassen dort, wo Sie als Christinnen und Christen leben und wirken und gleich damit mithelfen, dass Sie nicht nur vor Ort als Kirchen zusammenwachsen, sondern dass Sie eben auch in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft hier in Goch und im Gocher Land zeigen können, was es bedeutet, einander so zu achten und zu ehren, als Christen und Christin und als Menschen, die alle Geschöpfe Gottes sind. In diesem Sinne, danke für die Einladung. Wie gesagt, ich freue mich sehr, die Nierswelle leibhaftig erleben zu dürfen, und Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken miteinander. Dankeschön. Lieber Bruder Neuhaus, vielen Dank für die Gratulation, die offizielle der ACK Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für die freundlichen Worte und die guten Wünsche. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben aus Paderborn, freitags nachmittags hier nach Goch. Das ist für uns schon ein Zeichen des Respekts und der Ehre. Schön, dass Sie da sind. Darüber freuen wir uns sehr. Damit ist das Offizielle jetzt auch beendet.
Sie sind herzlich eingeladen, einander zu begegnen und etwas Herzhaftes, etwas Süßes in der Reihenfolge oder in einer beliebigen anderen zu sich zu nehmen und noch ein bisschen hier zusammen einander Gast und Gastgeberin zu sein. Herzliche Einladung. Alles Gute, Gottes Segen. Ja, ich möchte noch etwas nachtragen, dann ich habe etwas vergessen, sage ich einmal. Als ich die ACK-Delegierten begrüßt habe, da habe ich nicht erwähnt, dass unter uns auch der zweite Vorsitzende der ACK von 1997 bis 2003 da ist. Das war damals Superintendent Jürgen Dembeck. Er ist dann 2003 nach Düsseldorf gegangen als Oberkirchenrat, wenn ich das richtig habe. Schön, dass Sie da sind. Ja, da bleibt mir noch allen Danke zu sagen, die, ich sage einfach mal, zum Gelingen dieses tollen Gottesdienstes beigetragen haben. Ich nenne jetzt keine Namen, aber der Chor muss trotzdem einmal erwähnt werden. Ich habe bei der letzten Probe gesagt, es ist einfach schade, dass ich nächsten Mittwoch nicht mehr zur Probe kommen kann. Also das war wirklich einfach ein tolles Miteinander und das ist gelebte Ökumene. Danke nach Paderborn. Wir sehen uns wieder, so Gott will.